Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute gibt's was Cooles, und zwar machen wir heute Räucherlachs-Quesadillas. Und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, wir brauchen ja nicht so viele Zutaten, und zwar sind das bloß ein paar Sachen. Ich habe hier so ungefähr 75 Gramm Kräuterbutter, die habe ich gemischt aus, ja, 75 Gramm Butter und meiner Grillbutter. Wenn ihr die nicht habt und ihr seid kleine Gourmetles, nehmt da all die Kräuterbutter, die ihr mögt. Dann habe ich hier neue so ungefähr 150 Gramm Mozzarella Käse, habe hier so 5-6 Scheiben Lachs, habe hier so Dürumfladen, die gibt es entweder im türkischen Supermarkt oder die habe ich jetzt beim Discounter mit dem großen L mitgenommen. Dann habe ich hier, guck mal, hier eine Frühlingszwiebel noch klein geschnitten, eine Tomate klein geschnitten und habe hier einen Silikonpinsel und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Da unsere Dürüms liegen hier, das ist sehr schön. Und jetzt werden wir als allererstes Käse auflegen, ungefähr so, so ein bisschen verteilen. Dann kommt unser Lachs ins Spiel, so eins, naja, sagen wir mal zwei großzügige Scheiben würde ich da schon nehmen. Dann kommt oben drauf ein paar von unseren Frühlingszwiebeln verteilt. Wenn man die ein bisschen kaputt macht, dann kann man lassen sich ein bisschen besser verteilen. Ja, oder auch nicht, aber das Prinzip ist ungefähr so weit bekannt. Und oben drauf verteilen wir die Tomaten. Habe ich überhaupt erwähnt, dass wir eine Tomate haben beim Durchzählen der Zutaten? Ich glaube schon. Ja, also falls ich sie nicht erwähnt habe, wir brauchen natürlich auch Tomate dazu. Zack, Tomate. Und oben drauf natürlich wieder als Klebstoff Käse. Weil mit Käse schmeckt alles besser. Auch hier am Rand so ein bisschen und auch in der Mitte. Und ihr seht, wir haben die jetzt nur auf einer Seite bedeckt. Das ist nicht schlimm, weil jetzt klappen wir die um. Zack, hier rüber. Und pinseln die jetzt auf der Seite mit unserer Kräuterbutter ein. Und die andere Seite pinseln wir ein, wenn es auf dem Grill ist. Legen den zur Seite und füllen ganz genauso den nächsten. Und dann geht es im Prinzip schon ans Grillen. Und zwar legen wir die einfach mal so hier auf. Zack, auf die fette Seite. Und grillen die von jeder Seite. Na, also ungefähr 1,5 bis 2 Minuten an. Deckel zu dabei. Ja, das Rezept dazu stammt an der Stelle nicht von mir, sondern habe ich rotzflächig geklaut, weil mir so gut gefallen hat. Von Peter Zeidler, war deutscher Grillmeister 2015. Ja, also von daher, glaube ich, von der Obrigkeit auch abgesegnet. Lecker wird es auf jeden Fall. Und jetzt drehen wir das eben um. Das kann man natürlich noch besser machen, wenn man eine Zange dazu nimmt. Dann verbrennt man sich nicht so die Finger. Vorm Umdrehen aber ganz wichtig, immer einpinseln. Und halt bei dem anderen jetzt vergessen, das macht aber nichts. Also runter und drehen. Dann sieht das schon mal schön aus, wa? Nach weiteren 1,5 Minuten nehmen wir jetzt, greifen wir mal runter, legen den hier oben hin und lassen den oben nochmal nachziehen. Also dass ja oben schön der Käse drin schön schmilzt, ohne natürlich, dass sie halt rausfällt. Aber das, was rausfällt, macht sich ja schon fehlen. Packen wir einfach mal da drin, sind wir völlig schmerzlos und lassen die da oben nochmal wirklich so zwischen 5 und 10 Minuten ruhen. Hm? Geht das auch auf dem Kugelgrill? Ja, meine Frau fragt, ob es auf dem Kugelgrill geht. Natürlich ist es auf dem Kugelgrill. Da, den halbierst du dir einfach mal auf der einen Seite die direkte Zone, auf die andere Seite die indirekte Zone. Und dann grillst du die auf der einen Seite an und lässt sie auf der anderen Seite nachziehen. Allerdings muss man sagen, je nach Größe des Kugelgrills, wenn du jetzt bloß so ein 47er Kugelgrill hast, passt halt bloß eh so ein Fladen ruf. Also beim 57er, bei dem größeren, kriegst du locker 2 untergebracht, so wie jetzt hier. Ja, das Schöne ist, jetzt sind wir schon fertig. Also ihr seht, ja, keine große Aufgabe. Und jetzt nehmen wir die rasch runter. Hopp. Geil. Und jetzt schneiden wir uns die so in Viertel, also immer hier in der Mitte. Dann immer hier runter. Dann hast du praktisch schon schöne Portionsgrößen, die du an deine Gäste ausgeben kannst. Und siehst du drin natürlich schön den Lachs, die Tomaten, den Käse. Und ja, angucken ist eins, kosten ist das andere. Also rinn in die hohle Birne. Mm. Mm. So geil, eine kleine leckere Sauerei. Ich meine, Käse, Räucherlachs, ein bisschen Tomaten und Frühlingszwiebeln. Was soll schief gehen? Ansonsten freue ich mich mal noch nach oben über den Elo an der wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei meinem Zweitkanal, aber einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut.